Freilich! Der Wochenrückblick mit Hafner und Bechtel. Live aus dem Wirtshaus zur Dummen Sau in St. Linzenkirchen. Juhu! Herrgott, Hafner, ich war blind. Ja, da brauchst du wenigstens dein Alter im Rausch. Da hast du auch wieder recht, Hafner. Hafner, ich hab Frühlingsgefühle. Aui, der Heuschnupfer schon wieder, oder? Na, Hafner, Frühlingsgefühle. Ich verspüre ein sanftes Ziehen in meinen Lenden. Ja, da musst du aufpassen. In deinem Alter ist gleich mal was mit der Prostata. Hafner, du verstehst mich nicht. Frühlingsgefühle. Ja. Der Mann bereitet sich darauf vor, in der linden Frühlingsluft ein holdes Weib zu freien. Bechtel, hast du schon wieder das Frenzy an, du bist, oder? Hafner, ich bin spitz wie ein 60er Rettich. Ah, der Bechtel, der Casanova, ne? Und wer ist die Auserwählte? Das weiß ich noch gar nicht. Wo es doch jetzt so warm ist und die Frauen alle mit so kurzer Röck rumlaufen. Hafner, mir wird's ganz anders. Ja, mir auch, vor allem wenn's Haxen haben wir Baumstimmen. Hafner, von wegen schlechter Figur brauchst du gar nicht reden. Was soll jetzt das heißen? Seit wann muss ein Marsch eh sein? Schau dich doch einmal an, du traust dich doch in gar kein Freibad mehr rein. Moment, ich stehe immer noch da wie ein Einser. Alles Muskeln und Samenstränge. Ja, Paulanermuskel vielleicht. Münchner Krankheit. Stauungen am mittleren Ring, ha? Bechtel, pass auf, was sagst. Vorsicht, gell? Du hast da wohl auch nicht unbedingt das Sixpack vorne dranhängen. Ah, im Kühlschrank schon, ha? Aber ich hab einen Waschbrettbauch. Ein ganzer Waschzuber hast du dranhängen. Hafner, meinst du, wir sollten abnehmen? Ja, wir können natürlich unsere Ernährung umstellen. Trennkost. Trennkost? Wie geht denn das? Das heißt, ich bestell und du zahlst. Bier ist ja auch ein Brot. 10 für halbe. So eine gute Figur geht ganz schön ins Geld. Hafner und Bechtel, jeden Freitag im Frühstücksradio. Freilich!